Boing. Vielleicht hinterlässt du ja auch Energie. Eine Fee, tatsächlich. Und dadurch, dass ich noch drei Feen... Ups. Im... Na, in den Flaschen hab. Habe ich nicht mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich Dinge einsammle. Du. Übrigens, um auch mal was zur Atmosphäre zu sagen. Die ist im Geistertempel eigentlich recht gut gelungen, kann man sagen, oder? Ich meine, die Musik ist jetzt... Nicht der Hit irgendwie, aber... Es macht auf jeden Fall Spaß, hier zu sein. Man hat so richtig das Gefühl, man würde halt was entdecken. Ja, das ist cool. Irgendwo hier ist Gegner. Wo kommst du denn her, mein Lieber? Was macht denn ein Echsenkrieger wie du bitteschön hier? Hm? Und was macht denn dein Kollege noch hier? Au. Zwei gegen einen ist unfair. Depp. Na, die Schildkröten-Taktik gefällt mir. Einmal zock und zock. Zock und zock. Na, kommst du auch? Kommst du? Boing, boing. Ja, ja. Behende wie eine Schildkröte und zustechen wie eine Biene. Wer kennt den Spruch nicht? Dup. Da. This was a fishy tactic. So, lesen. Hast du Feuer? Nö. Gerade, also irgendwie nicht. Aber okay. Ich glaube, wenn wir jetzt das Auge der Wahrheit mal kurz zücken würden, dann könnten wir hier irgendwo eine Truhe sehen oder so. Hoffe ich zumindest. Oder irgendwie auch nicht. Weil eigentlich bräuchte ich was. Hilfe? Moment. Wir müssen uns erstmal folgendes. Erstmal einen Schalter betätigen. Ach so. Gut. Das hat uns doch schon mal weitergeholfen. Denn jetzt haben wir das hier. Ein neues Item. Die Krabbelminen. Lege sie mit C ab. Diese neuartige Bombe kann an Wänden hinaufkrabbeln. Also ziele gut. Ja, ich habe jetzt nicht viele Versuche. Ja, beziehungsweise eigentlich brauche ich doch nur das Ding anvisieren mit Navy und dann meine wunderbaren Krabbelminen auf das Ding loslassen und dann gehen die da hoch und machen das Ding kaputt. Und die Sonne freut sich, denn sie hat jetzt zwar kein Feuer, aber immerhin ein bisschen Sonnenlicht. Ist ja irgendwie dasselbe. Ja, hast du Feuer, bla. So, und jetzt können wir hier rein. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt haben wir hier also eine Statue. Und ich glaube, diese Statue können wir irgendwie das runterschieben. Und damit haben wir einen Schalter ausgelöst. Juhuhu. Und dann können wir uns hier unten rumgucken. Kann ja zumindest nicht schaden. Mal so ein paar Krüge zerdeppern und gucken, ob vielleicht nicht irgendwo irgendwas Brauchbares irgendwo dabei ist. Dö. Hier haben wir zum Beispiel schon wieder zwei Fackeln. Das sieht doch so aus, als könnte man das irgendwie mit Dins Feuerinferno so ein bisschen entflammen. Zack. Ich meine, wofür haben wir diese Zauber, wenn nicht für sowas? Unter Umständen ist hier jetzt sogar die Karte drin. Mal gucken. Ich bin gespannt. Lasst uns diese große, schwere Truhe öffnen. In die Link bequem reinpassen würde. Aber okay. Die Labyrinthkarte. Da. Und jetzt können wir mal gucken, wie groß dieser Tempel ist. Geistertempel. Joa. Also ist überschaubar. Aber okay. Und das Witzige an diesem Tempel ist ja, dass, wie ihr vielleicht schon erraten habt, oder wie ihr vielleicht einfach nur wisst, weil ihr wisst ja sowieso alles. Auch. Oh, das ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, dieser Tempel wird praktisch zweimal gespielt. Einmal eben in der Vergangenheit als kleiner, dummer, süßer, junger, unerfahrener Link. Und einmal als mächtiger, großer Held, der irgendwas hupser. Der irgendwas hupser macht. Ja. Irgendwas hupser. Goldene Skulptula, tralala. Oh, ja, gut. Eine Schlangenfrau. Könnten wir auch mal erwähnen, ne? Ja.
Eine sehr schöne Schlangenfrau. Gut, egal. Bringt uns an dieser Stelle jedenfalls nicht weiter. Karte eingesackt. Okay, andere Seite können wir nicht so wirklich erforschen. Also gehen wir erstmal hier rein. Und gehen jetzt diese seltsame Wendeltreppe nach oben, die irgendwie recht klein ist, aber okay. Und dann sind wir auch schon hier. Und dieser Raum birgt unglaublich viele Geheimnisse. Und unglaublich viele Gefahren, offensichtlich. Zunächst einmal sind hier natürlich auch ganz viele silberne Rubine, die man einsammeln kann. Ich weiß noch, es gibt von Ocarina of Time ja auch so eine Master Quest Version. Da sind die Rätsel angepasst und ein bisschen schwerer und die Tempel ein bisschen anders aufgebaut. Naja, im Prinzip immer noch gleich aufgebaut, aber manche Räume müssen in einer anderen Reihenfolge besucht werden und das ist in jedem Falle eine, ja, nette Herausforderung für Zelda-Spieler. Und ich weiß noch ganz genau, ich bin im Master Quest relativ weit gekommen, aber in diesem Raum hier war dann Schluss. Also, da hat es bei mir aufgehört. Da hatte ich dann irgendwie auch keinen Bock mehr. Ich weiß nicht mehr warum. Irgendwas Gemeines wird in diesem Raum wohl gewesen sein. Vielleicht war es ein Zeitlimit oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Irgendwas in der Art könnte es schon sein. Und ja, dann habe ich hier einfach aufgehört, das Spiel nie wieder angerührt. Und jetzt spiele ich mit euch Ocarina of Time. Ja. Schicksal. Hahaha. Boing. Buff. So, das war doch schon mal fein und nett. Ja, dadurch, dass wir jetzt alle silbernen Rubine eingesammelt haben, ist jetzt hier eben die Fackel angegangen. Und mit dieser Fackel können wir natürlich, einen Dekostab vorausgesetzt, auch die anderen Fackeln in diesem Raum entzünden, die an gar zahlreichen Positionen stehen, oder auch nicht. Ups, Mist. Es gibt nur zwei? Kann das sein? Ich weiß jetzt gerade nicht. Aber dann muss ich mich beeilen. Moment. Also, einmal hier. Ach Mann, es ist doch nicht schwer. Und einmal hier. Und dann muss ich, sollte ich vielleicht erstmal suchen, bevor ich hier wieder irgendeinen Blödsinn fabriziere. Ach, da ist noch eine. Okay. Gut, dann machen wir es so in der Reihenfolge. Also, erstmal. Boing. Boing. Kurz wegstecken. Neu rausholen. Und dann ganz schnell hier hin. Genau! Eine Truhe. Eine Truhe, die macht lustig. Eine Truhe, die macht schön. Wo ist die Truhe? Da hinten ist die Truhe. Dip, dip, dip. Aber damit haben wir noch nicht alle Geheimnisse in diesem Raum gelöst. So viel kann ich vielleicht auch schon mal sagen. Nebenbei könnte man auch sagen, es geht langsam auf Mitternacht zu. Ihr macht gerade irgendwelche schönen Sachen nebenbei, während ihr dieses Video guckt. Und der Hering, ja, der zockt einfach nur vor sich hin. Was wollte ich jetzt mit diesem Satz irgendwie ausdrücken? Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, naja, was heißt das Problem? Mein Gott, ich kann ja mal wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte heute einen langen Arbeitstag, oh ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Vor allem Geld zu verdienen, weil das macht das Arbeiten irgendwie arbeitenswert. Und dann bin ich nach Hause gekommen und zunächst einmal stand irgendein Idiot auf meinem Platz, auf meinem Parkplatz in unserer hausinternen Tiefgarage. Fand ich sehr nett von ihm. Falls dieser Idiot zufälligerweise Abonnent meiner Videos sein sollte, du seist hiermit gegrüßt. Oh ja. Du seist hiermit abgöttisch gegrüßt. Gut. Momentan steht er anscheinend immer noch auf meinem Tiefgaragenparkplatz. Es ist jetzt wohlgemerkt 20 nach 11. Er hat sich bisher nicht bei mir gemeldet irgendwie. Obwohl ich, ja, jetzt auf seinem Parkplatz stehe. Also es ist eine ganz kuriose Situation in der Tiefgarage. Er hat sich praktisch auf meinen Parkplatz gestellt und noch auf dem Platz daneben. Also er benutzt jetzt praktisch zwei Plätze in der Tiefgarage, um ein Möbelstück zu sichern, welches er in der Tiefgarage platziert hat.
Dieses Möbelstück ist ein Sessel, der steht jetzt halt in der Ecke. Und mein Tiefgaragenparkplatz ist halt auch so in der Ecke. Und ich weiß nicht, warum man sich ausgerechnet meine Ecke aussuchen musste, weil die ganze Tiefgarage hat immerhin 4 Ecken und in anderen 3 Ecken stehen sonst nie Autos. Aber ausgerechnet heute muss er in meiner Ecke stehen. Und das finde ich einfach nur dumm. ja, und da hätte ich mich schon mal richtig tierisch derbe aufregen können. Und mittlerweile nehme ich es halt so ganz locker hin. Und werde dann morgen früh einfach mal runtergehen und gucken, ob sich dort irgendetwas getan hat an der Sesselfront oder nicht. Wenn nicht, gut, keine Ahnung. Ich meine, mein Auto ist immerhin in der Tiefgarage, auf seinem Platz. Was soll's? Aber ich will eigentlich aus Prinzip mein Auto auf meinem Platz haben. Also ist das... naja. Schöner Tag jedenfalls. Im Anschluss bin ich dann nochmal Wut und Brand einkaufen gegangen, habe mich mit koffeinhaltigen Getränken eingedeckt. Und diese koffeinhaltigen Getränke helfen mir gerade, diese Nacht jetzt so einigermaßen wach zu überstehen. Denn zum einen mache ich natürlich hier so ein bisschen Zelda. Und zum anderen läuft heute die Umfrage aus, die ich durchgeführt habe auf meinem Kanal. Also welches Let's Play wollt ihr als nächstes sehen? Banjo-Kazooie, Pikmin oder Paper Mario? Wenn ihr dieses Video hier seht, ist die Umfrage schon längst durch. Und dann ist das andere Let's Play vielleicht auch schon fast fertig. Ich weiß es nicht. Es ist... naja... ich wollte es jedenfalls mal gesagt haben. In der Nacht setze ich mich jedenfalls noch an ein Video und es wird sehr schön werden. Und jetzt habe ich sehr viel Zeit überbrückt und sehr viel gelabert und jetzt wird's geil. Schöner Raum, wie ihr seht. Ja, Säulen. Und, oh ja. Wer sitzt denn da? Prinz Eisenrüstung oder so. Keine Ahnung. Ja, komischer Typ. Hallo. Hallo, wer bist denn du? Hallo, darf ich auf deinen Schoß? Hallo, hallo? Dann halt nicht. So. Dicke Eisenstangen blockieren die Tür. Finde einen Weg, sie dennoch zu öffnen. Einen Weg finden, einen Weg finden, einen Weg finden. Ja, keine Ahnung. Legen wir hier mal eine Bombe. Könnte ganz lustig sein. Oder auch nicht. Dab, dab, dab. Der Eisenprinz. Nimm dich vor seiner schweren Axt in Acht. Schlage zu, wenn er seine Deckung vernachlässigt. Ja. Schwere Axt ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, dieser Typ kann mich mit einem Schlag ziemlich derbe fertig machen. Und ich bin mir jetzt auch gerade nicht hundertprozentig sicher, ob ich einen Axthieb mit meinem mit meinem Schild abwehren könnte. Oh Gott! Jetzt hatte ich Angst. So. Boing. Haha. 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 Okay. So groß ist die Reichweite seiner Axt gar nicht. Aber ich sollte trotzdem aufpassen. Hui! Ja. Ein Schlag mit der Axt und tot. Juhuhu! Zum Glück haben wir ja 3 Flaschen mit 3 Feen. Also jetzt noch 2 Flaschen mit 2 Feen. Ja, und dann sofort. Oh Gott! Ja. Das ist ja schön. Lässt du mich hier auch nochmal weg, oder? Da wäre jedenfalls... das gibt's nicht. Er hat nicht mit einem Schlag dreimal... das ist geil. Okay. Schön, wir haben es kapiert. Und jetzt lass mich hier weg. Schön. Ja, der Eisenprinz. Mensch. Das macht ja einen unglaublichen Spaß. Kann ich mit Bomben erledigen? Tatsächlich, macht Schaden. Oh, es macht bestimmt nicht viel Schaden, oder? Andererseits, das kleines Kind. Oh, sowieso eine halbe Ewigkeit. Oh, oh. Nicht gut. Na, mach noch eine Eisensäule kaputt, wenn du Bock hast. Ei, 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 ei. Das ist gefährlich. Ich lebe hier extrem gefährlich. Einschlagen und ich bin tot. Dann darf ich den ganzen Scheiß wieder machen. Also hier hinrennen. Zack, okay, gut. Jetzt wird's noch gefährlicher, weil jetzt hat er einen Teil seiner Rüstung verloren und jetzt ist er extrem sauer, glaube ich. Tut mir leid, wenn ich nervös bin, muss ich mal pfeifen. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Wir haben es kapiert. Nein! Boah, Gott!